Gucken uns jetzt ein paar Videos an. Mir wurde nämlich ein Video geschickt auf Instagram, was ich vom Titel her schon wieder sehr, sehr spannend fand, weil ich mir dachte, yo, was ist das denn für eine Lost Verschwörung? Und zwar war das ein Video von Creepypasta Punch und das hieß irgendwas mit zwei Sonnen. Ja, genau das hier. Etwas Gruseliges ist am Himmel zu sehen. NASA zweite Sonne. Es gibt wohl irgendwie zwei Sonnen am Himmel. Und wenn das nicht eine Sache ist, die wir uns auf jeden Fall mal reinziehen sollten, dann weiß ich es auch nicht mehr. Deswegen, Leute, let's go. Mal gucken, was ist mit der zweiten Sonne, die vielleicht die NASA irgendwie vor uns versteckt. Ich denke mal, was auch sonst, ne? Ist da ein bisschen Verschwörungstheorie wahrscheinlich. Auf sich hat. Einfach mal kurz die Geschwindigkeit auf 1,25. Mein No Front an dich, Bruder. Manchmal redest du ein bisschen slow. Könnte es sein, dass die NASA etwas für uns verheimlicht? Könnte es sein? Ich hab's doch gesagt! Deshalb draußen am zweite Sonne sind wir jetzt auf Tatooine. Ja, Star Wars. Ihr dachtet vielleicht, das wären Special Effects bei Star Wars, aber nee. Die zweite Sonne, die ist real. Das werden wir jetzt in diesem Himmel Video sehen. Irgendwelche Dinge vor sich gehen, die so gruselig sind, so seltsam und verstörend sind, dass man sie vor uns verstecken muss, beziehungsweise dass wir nichts von ihnen erfahren dürfen. Heute möchte ich mit euch über ein Mysterium sprechen, bei dem es darum geht, dass an unserem Himmel tagsüber etwas Seltsames zu sehen sein soll. So weit, so gut. Wenn wir manchmal in den Himmel gucken, sollen wir angeblich etwas so Seltsames und Schreckliches sehen können, dass die NASA es sich zur Aufgabe gemacht hat, das vor uns zu verstecken. Jetzt bin ich gespannt, was ist das, was so schrecklich ist? Warum sind zwei Sonnen, wären Real Talk schon ziemlich schön. Wir reden heute über die Theorie, dass manchmal zwei Sonnen am Himmel sind. Zunächst einmal, wie kam ich überhaupt auf dieses Thema? In den letzten Tagen habe ich immer und immer wieder Nachrichten von euch gekriegt, dass etwas Seltsames auf Instagram vor sich geht. Und zwar ist auf Instagram ein Hashtag gesperrt worden. Okay, interessant. Die Instagram-Hashtag-Blacklist, man kennt. Ihr müsst wissen, verschiedenste Instagram-Hashtags sind auf einer Blacklist. Wenn man diese Hashtags in dem Post benutzt, dann werden die Bilder weniger angezeigt oder teilweise sogar gelöscht. Dazu gehören anzügliche Hashtags, Beleidigungen in den Hashtags, aber auch der Hashtag Sun. Also was? Englische, warte. Wenn du auf Instagram ein Bild mit dem Hashtag Sun postest, wird es geblacklistet. Was machen denn dann die ganzen Urlauber? Also wenn das wirklich so ist, das fände ich schon irgendwie arg lost von Instagram, wa? Wort für Sonne. Die Sonne wird von Instagram aktiv rausgefiltert. Das bedeutet, wenn ihr also ein Urlaubsbild hochgeladen habt, wo ihr zum Beispiel am Strand liegt und... Boah, Alter, stellt euch mal vor, wir hätten zwei Sonnen, das sähe so schön aus. Und ich... Ich sehe jetzt schon, wenn ich so ein Bild sehe, Leute, die Klimaleugner, die sagen wahrscheinlich, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, das liegt an der zweiten Sonne, die NASA sonst verheimlicht, ne? Man kennt's, oh Gott. Oder sonst irgendetwas macht und ihr benutzt den Hashtag Sun. Aber dann wäre es doppelt so warm. Vielleicht war ja immer schon die zweite Sonne da und die NASA hat's nur verheimlicht, die haben die einfach unsichtbar gemacht. Kann es passieren, dass entweder niemand euer Bild zu sehen bekommt. Aber das Bild ist safe fake, also das sieht man ja auch schon. Oder dass Instagram nach einigen Tagen oder wenigen Stunden vielleicht sogar nur euer Bild offline nimmt und euch schreibt, dass ihr gegen die Community-Richtlinien verstoßen habt, weil ihr dieses Bild mit diesem Hashtag nicht hättet posten dürfen. Dieses Thema wurde auf den unterschiedlichsten Forenseiten diskutiert, weil es offensichtlich keinen Sinn ergibt. Warum sollte man machen, dass die Sonne nicht als Hashtag genutzt werden kann? Das sieht so funky aus und krass, ne? Dass ein einfacher Instagram-Hashtag, also nur weil Instagram ein Hashtag blacklistet, direkt Verschwörungstheorien losgehen. In was für einem kranken Zeitalter leben wir? Yo! Was könnte in irgendeiner Art und Weise schlimm daran sein? Und dann gab es Leute, die Theorien dazu gebildet hatten. Und zwar kamen Leute hervor, wenn man sonst nichts zu tun hat. Okay, ich bin jetzt gerade schon wieder so zynisch. Wir lassen uns mal ein bisschen drauf ein hier. Vor, die sagten, dass Instagram aktiv diesen Hashtag gebannt hat, weil sie nicht wollen, dass wir erfahren, dass am Himmel zwei Sonnen sind. Angeblich hat Instagram den Hashtag Sonne deaktiviert, damit sie verhindern, dass Leute darüber sprechen. Aber was genau heißt es jetzt, dass zwei Sonnen am Himmel sein sollen? Also mal ganz kurze Umfrage im Chat. Habt ihr schon mal eine zweite Sonne am Himmel gesehen? Eins in den Chat, wenn ihr schon eine zweite Sonne am Himmel gesehen habt. Zwei in den Chat, wenn ihr noch keine zweite Sonne gesehen habt. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe noch keine zweite Sonne gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr hier gerade einen Streich mit mir spielt, aber ja, einige sind... Oha, Ben, was? Bunny sieht das jeden Tag? Banani? Jeden Tag? Wild. Wenn wir rausgehen und es ist gerade ein klarer Himmel und wir gucken hoch, sehen wir die eine Sonne. Nur wenn ich betrunken bin. Kitikiri. Grüße gehen raus. Den einen Lichtball am Himmel und nichts Seltsames. Doch man soll angeblich eine zweite Sonne erblicken können zu einer ganz bestimmten Uhrzeit am Tag. Angeblich, wenn man früh morgens aufsteht, dann, wenn die Sonne gerade aufgeht.
Ah ja, genau zur Uhrzeit, wo niemand wach ist. Früh aufstehen, wer macht das schon? YouTuber sicherlich nicht. Spaß. Soll es möglich sein, dass man die Sonne zum zweiten Mal am Mittag... Mein Rekord war 800 Sonnen, yo. Das bedeutet, man sieht einmal die ganz normale große Sonne und irgendwo in der Nähe, um diese Sonne herum, soll noch einmal eine kleine Sonne zu sehen sein. Ist es maybe der Mond, der einfach irgendwie so übel krass reflektiert wird, so mal als Theorie? Eine Sonne, die vielleicht ein Viertel so groß ist wie die normale, die wir sonst sehen. Sie taucht auf einmal am Himmel auf und ist dann ganz klar mit dem bloßen Auge zu erkennen. Auf den Social Medias finden sich die unterschiedlichsten Fotos, die eben dieses Mysterium zeigen. Ganz klare Bilder, die geschossen wurden und die eindeutig am Himmel zwei Sonnen zeigen. Warte, gibt's die Bilder irgendwie in High-Res? Two Suns. Gibt's da irgendwie... High-Res-Version von, die wir uns anschauen können. Okay, ist halt alles ultra verpixelt. Aber sieht schon, das sieht vielleicht am ehesten noch irgendwie glaubhaft aus, aber das sieht auch schon wieder mega gefotoshoppt aus. Das hier auch? Ich weiß ja nicht. Also ich bin jetzt nicht so überzeugt von diesen Bildern, um ehrlich zu sein. So, also das kann ich dir halt jetzt auch photoshoppen. Diese Bilder, die auf den Social Medias hochgeladen wurden, sind fast alle echt. Die meisten von diesen Bildern... Also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, Bruder. Bin ich ganz ehrlich. Nicht gefaked, sondern sind wirklich so aufgenommen worden, als man diese zwei Sonnen am Himmel sehen konnte. Wie gesagt, glaube ich nicht so richtig. Ich sag mal so, wenn ich jetzt hier in Photoshop gehe und jetzt einfach mal hier Field Sun eingebe, so, dann haben wir hier irgendwo, hier das Bild zum Beispiel. Kopieren wir uns das einfach mal hier rein in Photoshop. So. Und dann erstellen wir das mal. Packen das hier rein. Okay, dann haben wir jetzt hier die Sonne. Und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir den äußerst schwierigen Akt von einmal hier die Stückchen nehmen von dem Bild. Dann einfach mal kurz hier hin. Und dann vielleicht mal ein bisschen kleiner machen, weil die Sonne dürfte nicht gleich groß sein. Dann radieren wir jetzt einmal kurz hier ein bisschen. So. Und voilà. Ich glaube, wir haben hier ein Verschwörungsproblem. Aber ich will ja nicht sagen, also unmöglich, dass die gefaked worden sind, die Bilder. Unmöglich. Gucken wir weiter. Doch warum sollte die NASA das für uns verheimlichen? Wenn am Himmel wirklich zwei Sonnen sind, wäre das... Meine Tastatur ist alle, oder was? Deswegen hat mein Photoshop nicht reagiert gerade. Ich war schon okay. Das gigantisch ist. Okay. Jeder von uns könnte so. Dann, komm, machen wir es jetzt einmal nochmal richtig kurz hier so. Machen wir die so ein bisschen kleiner. Schieben die einfach mal hier hin. Voilà, zwei Sonnen. Okay. Ohne Probleme sehen. Also warum sollte die NASA es sich zur Aufgabe machen, das vor uns zu verstecken, wenn das eigentlich unmöglich zu verschleiern wäre? Der Grund, warum die NASA eben exakt dies tut, wurde von einem britischen Astronomen herausgefunden. Beziehungsweise er sagte, dass er es herausgefunden hatte. Denn er hat seit 2003 ein Teleskop, das in den Nachthimmel filmt und bei dem eben dieser Nachthimmel beobachtet wird. Beziehungsweise seit einigen Jahren, glaube ich, streamt er diesen Teleskop-Stream auch live. Und dabei bemerkte er dann plötzlich auch eben diese zwei Sonnen. Am Himmel tauchte erneut die andere Sonne auf und er... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so richtig sold bin ich nicht. ...sah den Rand der zweiten... Da hatten wir schon deutlich bessere Verschwörungen. ...Sonne ganz klar in seiner Aufnahme. Wobei ich schon gerne so eine Tatooine Double Sun hier auf der Erde hätte. Das wäre schon spannend, oder? Und dann erklärte er, was dies zu bedeuten... Lass mal eine Petition starten, Leute. Mach mal jetzt kurz eine Abstimmung. Wer will eine zweite... Sonne. Also ich bin ganz klar für eine zweite Sonne. Ich mache mal 2 Minuten, deshalb gucken wir weiter. Sonne, weil es sieht einfach schick aus. Deuten hatte. Dieser Astronom Paul Cooks sagte, dass eben am Himmel zwei Sonnen... Stimmt mal ab. ...sind und eine für uns geheim gehalten wird, weil die NASA nicht möchte, dass wir in Panik geraten. Es geht hierbei um die Theorie von Planet X, Planet Nibiru oder wie er genannt wird. Ich habe vor langer Zeit schon mal ein Video über Nibiru gemacht, doch letztendlich ist bei Nibiru folgendes. Nibiru ist ein geheimnisvoller Planet, der angeblich noch relativ weit entfernt ist, doch auf direktem Kurs zur Erde steht. Dieser Planet hat quasi die Erde als sein Ziel genommen und wird in einigen wenigen Jahren angeblich gegen die Erde fliegen und damit uns alle... Ich bekomme gerade schon diese mega what the fuck Eyebrow, aber ja gut, Planet X, er fliegt auf die Erde zu... Wie das jetzt mit der Sonne zusammenhört, werden wir wahrscheinlich gleich nur erfahren. Aber in Sonnensystem zu investieren, Danik, ist eine gute Idee für eine zweite Sonne. Weil ich sehe gerade schon die Abstimmung hier. 62% wollen eine zweite Sonne haben. Ich würde sagen, wenn wir morgen aufwachen, dann ist dann eine zweite Sonne. Ne? Der Planet Nibiru ist so groß, dass er zwar auch dabei zerstört werden würde, aber wir Menschen hätten keine Chance zu überleben. Angeblich soll dieser Nibiru-Planet sich hinter dieser zweiten Sonne verbergen, weswegen wir mit Teleskopen ihn nicht erblicken können. Die NASA mit ihren Satellitentechniken und sonst etwas soll allerdings in der Lage sein, diesen Planeten hinter der zweiten Sonne zu bemerken, zu erblicken. Aber wie?
wenn er komplett hinter der, also optisch komplett geblockt ist? Also Satelliten können da auch nicht viel machen. Vielleicht Teleskope, Weltraumteleskope. Blicken und wissen eben Bescheid, dass wir quasi auf einem Timer sind. Dass wir nicht mehr lange leben werden und das wollen sie für uns geheim halten. Wenn sie zugeben würden, laut dieser Verschwörungstheorie, dass dieser Planet auf uns zurast und dass er eben hinter dieser zweiten Sonne ist, beziehungsweise dass die zweite Sonne am Himmel ist, würden die Menschen in Panik geraten, weil wir quasi kaum noch Lebenszeit hätten. Deswegen soll die NASA versuchen, das Ganze vor uns zu verbergen. Klar. Die zweite Sonne, man kennt sie. Ich rufe mal kurz Alexander Straub an, wie man die zweite Sonne verschwinden lässt. Also wenn das jemand kann, dann er. Und soll irgendwelche falschen Erklärungen, falsche angeblich logische Erklärungen herausbringen. Wenn wir schon bei den logischen Erklärungen sind, was für logische Erklärungen haben wir für dieses Phänomen, das tatsächlich mit anzusehen ist? Zunächst, wenn ihr auf Social Medias geht, hört ihr immer und immer wieder die Theorie, dass das, was man am Himmel sieht, sogenannte Moonhunters sind. Es sind auch immer dieselben 6 Bilder. Wenn es so ein reales Phänomen ist, was andauernd passiert, dann müsste es doch mehr Bilder geben. Ein Moonhunter soll ein besonderes Wetterphänomen sein, oder ein besonderes geografisches Phänomen sein, wo die Erde ihre Achse verändert. Angeblich soll die Erde, die ja immer auf einer Achse Und jetzt mal ganz kurz. Das sieht mir so kopiert aus, alles hier. Und das ist zweimal dasselbe Bild. Warum? Wenn wir mal Sunset googeln. Ey, wenn da jetzt gleich eins von diesen Bildern kommt, ne, dann raste ich ja komplett aus. Ich hoffe, die haben sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben. Ich finde immerhin nicht bei einer einfachen Google-Suche schon mal direkt die Bilder. Das ist schon mal gut. Oder ich übersehe sie gerade vielleicht. Aber ich... Die sehen halt auch alle super ähnlich aus, ne? Auf jeden Fall, nee. Ich kann mich echt auf viele Theorien einlassen, aber das ist halt echt... Kippt es einmal zur anderen Seite kippen, was seltsam ist, aber angeblich soll die Achse sich verändern. Was kippt auf die andere Seite? Ich hab mich zugehört. Achse verändert. Angeblich soll die Erde, die ja immer auf eine Achse gekippt ist, einmal zur anderen Seite kippen, was... Einfach so. Seltsam ist, aber angeblich soll die Achse sich verändern und daraufhin kann man am Himmel eben die Sonne und den Mond gleichzeitig dicht beieinander sehen. Der Mond leuchtet dann so hell wie eine Sonne, weil er die neue Strahlung der Sonne so stark reflektiert. Diese Theorie kann man immer und immer wieder lesen und immer wieder steht dann da, ja, das ist der Beweis, dass eben dort die Erde die Achse geändert hat, wie es jedes Jahr ist, es ist schön mit anzusehen, das sind Mond und Sonne. Ganz kurz, wenn ihr so eine Erklärung irgendwo lest, die ist absolut falsch. Die Erde verändert nicht so die Achse, der Mond und Sonne sind nicht gleichzeitig zu sehen. Das ist aber halt auch kein echtes Bild. Diese Theorie ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Ich schwöre dir, jetzt mal Real Talk. Dieses Bild, ich hau hier gegen meinen Bildschirm. Es stehen hier ganz viele Menschen, die sind hier so voll gechillt, genießen den Sonnenuntergang. Wenn da zwei Sonnen wären, würden die alle diesen hier machen. Doch besonders ältere Leute teilen bis heute diese Theorie immer und immer wieder. Wer das liest, das ist nicht die logische Erklärung, die wir haben. Es gibt jedoch eine andere Erklärung, die von Experten hervorgebracht wird. Diese Erklärung ist das, was man am logischsten sieht, allerdings gibt es keine hundertprozentige Erklärung für dieses Phänomen. Angeblich soll man dieses Phänomen nur sehen können, wenn die Sonne auf- oder untergeht. Meistens, wenn die Sonne aufgeht, ist dieses Phänomen... Wenn sie auf- und untergeht und man die ein oder anderen Pillen wahrscheinlich einwirft. Alter. Zu sehen. Ey, normalerweise Creepypasta Punch, ne? Da sind schon viele verrückte Sachen dabei und die meisten sind natürlich auch eher so auf Mythos-Basis und so. Aber er hat mich heute echt verloren in dem Moment, wo er meinte, for real meinte, dass es echte Bilder sind. Also... Ich weiß nicht, das ist einfach viel zu lost. Und zwar, weil in der Luft durch die kühlere Temperatur der Nacht, die eben gewesen ist, Eiskristalle sich befinden. Diese Eiskristalle, die in der Luft umherschweben, reflektieren dann das Sonnenlicht der Sonne, die am Himmel gerade auftaucht, so stark, dass eben eine optische Illusion kommt. Ein optisches Wetterphänomen, das eben durch die Reflexion eine zweite Sonne scheinbar am Himmel erscheint. Man kann das Ganze auch dadurch bemerken, dass obwohl eine zweite Sonne erscheint, es weder heller wird, noch irgendwie die... Regst du dich wegen der Theorie auf oder wegen Creepypasta Punch? Ich reg mich nicht wegen der Theorie jetzt per se auf. Es gibt so viele schwachsinnige Theorien. Das, was mich gerade so ein bisschen triggert, ist, wie er es präsentiert. Weil normalerweise sagt er auch immer so Sachen so, ja, und das, die Bilder sind wahrscheinlich fake und irgendwie sowas. Aber dass er sich hinstellt und sagt, dass die Bilder real sind, das triggert mich einfach. Es ist so offensichtlich fake. Die Schatten von einem sich ändern. Wenn eine zweite Sonne am Himmel auftauchen würde, müsste sich theoretisch der Schatten hinter uns ändern, wegen dieser neuen Lichtquelle, aber das tut es nicht. Das Ganze ist also letztendlich nichts weiter als eine optische Illusion, als ein simples Phänomen, das am Himmel auftaucht. So jedenfalls die Erklärung der Experten. Die Leute, die an die Nibiru-Planet-Theorie glauben, sagen eben, dass das nichts weiter ist als eine simple Verschleierung, dass eben der absolute Beweis auf diesen Fotos zu sehen ist, dass eine zweite Sonne existiert. Ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass wir es hier bei... Also ganz ehrlich, wenn ihr einen Menschen trefft, der euch sagt, for real,
also das todernst meint, dass die NASA eine zweite Sonne versteckt, dann rennt. Einfach wegrennt. Nur mit einer optischen Illusion zu tun haben, aber mich würde interessieren, was ihr denkt. Glaubt ihr, dass es wirklich eine zweite Sonne am Himmel gibt? Und habt ihr diese vielleicht schon einmal gesehen? Jeden Morgen, Bruder, jeden Morgen. Alter, Creepypasta Punch, heute ganz lost unterwegs. Heute wirklich next level lost.